Namaste, Namaste. Hallo zusammen, herzlich willkommen beim KIMI Report, der Arche Noah des freien Denkens und der Körper- und Gesundheitsbewussten. Wir haben relativ viel Echo bekommen auf unser Video, The Hall of Shame. Und es sind zum Zeitpunkt, wo wir jetzt diese Sendung drehen, Mitte der Woche, über 22.000 Klicks. Und das ist doch in der Schweiz für eine private Website extrem viel. Also ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen was mitgenommen habt von diesem Video. Übrigens auf marcokaimi.ch zu finden. Nicht, dass ich wieder viele Mails beantworten muss. Und vielen Dank auch an unsere Weiterverbreiter. Uncut News war sogar eine ganze Nacht lang mal auf der obersten Position. Wunderbare Sache. Tolles Format, dieses Uncut News. Und natürlich Stefan Seiler und Christoph Pfluger von Corona Transition, die das doch auch ganz, ganz schön promotet haben. Da Marco Caimi kündigt sein bisher wichtigstes Video an. Ich glaube, beide waren wichtig, mein Verzicht auf die Intensivbehandlung und auch die Hall of Shame mit einigen Tipps, wie man dieser Mikrobe eventuell auch noch freundschaftlich begegnen könnte, ohne dass man immer gerade intubiert wird. Das ist großartig, diese Unterstützung, das freut uns. Ich muss ehrlich sagen, etwas enttäuscht bin ich von Aletheia, weil eigentlich hätte das Ärztenetzwerk aufnehmen müssen, dass da jetzt wirklich ein Arzt auch einmal auf einen Vorschlag einer regierenden Politikerin, nämlich Nathalie Rickli, eingeht und sagt, ja, wir Ärzte, wir haben keine Angst. Wir machen einen Schritt zurück, damit wir die Intensivbetten nicht beanspruchen, vor allem wir Ärzte, die nicht geschlumpft sind. Aber ich habe das mehrfach dem Präsidenten geschickt von Aletheia, Andreas Heisler. Einmal kam ein Kompliment dafür, aber irgendwie größere Weiterverbreitung hat das nicht gefunden. Und das wäre natürlich anders, wenn ein solcher Ärzteverbund und Verband auf die Medien zugeht, als wenn ich als Einzelmaske das tue. Dass Herr Köppel und Herr Milius nicht reagieren, das ist nichts Neues. Also das sind halt eben die eigenen Eitelkeiten. Von Dani Stricker kann ich nichts sagen, weil ich muss sagen, ich habe jetzt fast Tag und Nacht gearbeitet. Ich habe seine Videos die letzten paar Tage nicht gesehen. Ich habe ihm das auch geschickt mit dem ganzen Wortlaut meiner Patientenverfügung. Darum möchte ich nichts Falsches sagen. Ich weiß nicht, ob er es gebracht hat. Wenn von diesen, dann mit Abstand am ehesten der Dani. Auch wir sind weiter dran, wichtige Informationen zu sammeln, die wir natürlich auch anonym und diskret behandeln. Wichtige Dinge aus dem Innenleben, auch des Gesundheitswesens. Aber wir können nichts bringen, wo wir die Quelle selbst nicht kennen und einigermaßen geprüft oder sogar mit dieser Quelle gesprochen haben. Aber sonst, ich bin sehr in engem Kontakt mit Philipp Kruse, etwas weniger mit Markus Lienert. Also das hat auch diesen juristischen Touch da. Also bei uns könnt ihr euch in dem Sinn wirklich wohl und sicher fühlen. Eine sehr gute Nachricht, die ihr natürlich nicht in den Mainstream-Medien vernommen habt. Komme ich dann später darauf zurück. Das Mediengesetz-Referendum ist zustande gekommen, also die nötigen 50.000 Unterschriften plus sind da, damit wir nicht weitere Staatsmillionen in diese staatshörigen und staatsgläubigen Journalunken und Mainstream-Medien hineinpumpen. Das hat ja einen Moment lang nicht so gut ausgesehen, aber einmal mehr sieht man, wie Endspurt oder Zwischenspurt fähig auch die Unterschriftensammler, unter anderem der Freunde der Verfassung und anderen Gruppierungen sind. Also einmal mehr, wir sind nicht alleine, es sind viele Leute, die merken, dass da irgendwas faul im Staate Dänemark oder vielleicht auch in Helvetien ist. Wunderbar. Kleiner Rückblick aufs Wochenende. Ich habe ja die Derniere gespielt mit Klaus in Bärenbiegeln.
Ja, es war nahe an der Depression, weil mehr als die Hälfte der Menschen, die ein Ticket gekauft haben, sind nicht gekommen. Das ist auch auf der Bühne nicht ganz einfach, aber zu akzeptieren natürlich völlig. Nicht zu akzeptieren ist, dass dann auch noch eine Geldrückforderung gab und der arme Mario auch wirklich beleidigend insultiert wurde. Das verstehe ich wirklich nicht unbedingt. Und ich bekam ja auch Mails, ja, der Einzige, der es richtig macht, das ist der Mario Rima, der verzichtet auf alles, der hat alles abgesagt. Es ist richtig, es ist ein Weg der Richtigkeit und ein Weg, den man gehen kann. Man muss einfach wissen, wenn das alle Künstler machen, dann gehen alle Theaterhäuser, Eventbranchen, die Beleuchter, die Requisiteure, alle die haben nach wie vor dann nichts zu tun. Und als Gruppierung sind sie dann einfach wirklich zu klein, um da wirklich da irgendwelche Magistraten umzustimmen, weil die haben immer ihre eigene Kultur. Das ist so und wird immer so sein. Also die Botschaft ist, wir akzeptieren das. Wir akzeptieren das auch, was Marco Rima und insbesondere Nena, die hat das auch, die Konzerte abgesagt. Absolut, es ist ein Weg und es ist bestimmt auch kein schlechter Weg. Aber man muss natürlich sagen, jede Medaille hat zwei Seiten and there is no free lunch. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch nur ein Mensch, es hat mir wirklich gut getan, nach über 11 Monaten auch mal wieder Kabarett zu spielen, den Menschen einen relativ coronafreien Abend zu bereiten und die Heimreise war dann ja doch in relativ guten Spirits und in guter Laune und darum in Absprache mit Ueli Schlür und Toni Brunner werden wir auch spielen im Haus der Freiheit, Landgasthof Sonne am 8. Oktober, Freitagabend 20 Uhr mit meinem neuen Stück, an dem ich natürlich schon vorher gearbeitet habe. Die Rache der Papayas oder auf der Alp ist's besser. Interessant auch, was meine Frau erlebt hat. Sie hat mal neue T-Shirts propagiert auf Facebook für uns, für die Dönis Bart und genau dieses Bild und wurde dann entfernt von Facebook. Also irgendwie gesund, gesellig, glücklich. Ein solches T-Shirt hat halt auch 3G. Es existiert jetzt da auch bei den Faktencheckern und Tracern und weiß nicht was, grassiert offenbar auch eine gewisse Humorlosigkeit. Dann haben sie vielleicht doch gemerkt, es ist ein bisschen gar Spaß befreit. Dann ist es wieder draufgekommen. Also ihr seht, das Eis der Meinungsfreiheit ist relativ dünn und Paragraph 17 der Schweizer Bundesverfassung, ich glaube 17.2, Abschnitt 2, es gibt keine Zensur. Da muss man sagen, einmal mehr, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Hightech oder der Tech-Apparat Glaube. Vielen Dank auch für viele Zuschriften. Wie immer, wir sind mittlerweile bei weit über 50 Zuschriften, die wir einfach nicht mehr bearbeiten können. Wir picken immer ein paar raus. Was einfach nicht geht, ist, dass irgendwelche Mails kommen. Können Sie mir ein Rezept schicken für, darf ich hier nicht sagen, oder für Menschen, die ich nicht kenne oder die irgendwann mal vor Urzeiten einmal da waren, um zum Beispiel irgendetwas zu holen, das ihnen den Alltag erleichtert. Das geht nicht. Und wenn man so etwas verschreibt, übernimmt der Arzt auch die Verantwortung dafür. Das ist ein offizielles Dokument, ein solches Rezept für die Liste B-Medikamente. Und wenn dann etwas passiert hat, ja, wer hat Ihnen das Rezept verschrieben? Ah ja, und er hat ja nicht gemerkt, dass da irgendein Herzproblem ist und so weiter. Also hört auch auf, meine Frau zu bestürmen am Telefon. Wir hören dann hinten durch über irgendwelche Latrinenwege. Ja, ich wollte mit Kaimi sprechen, aber ich bin nicht an der Dame da, also gewissermaßen am Hausdrachen vorbeigekommen. Natürlich nicht, weil die Menschen, die bei mir im Sprechzimmer sind, die würden es nicht besonders schätzen, wenn ich Albot durch ein Telefonat unterbrochen würde. Also wir tun, was wir können,
Aber ich kann mich nicht klonen, obwohl das könnte sich lohnen, aber es geht einfach nicht. Und mein Software-Ingenieur und IT-Spezialist, der schafft das einfach nicht, mich zu klonen. Er arbeitet auch Tag und Nacht, aber es geht nicht. Und wie gesagt, die Kapazitäten sind einfach beschränkt. Also viel Verständnis dafür und wir schauen immer, dass wir das tun können, was wir können, oder wir vermitteln die Leute an Aleitea, weil dort gibt es noch mehr als einen KIMI. Es gibt täglich neue Ärzte oder Therapeuten oder Naturheilpraktiker, die dazustoßen. Das ist hoch erfreulich. Und es gibt noch andere Ärzte als Rainer Schregel, Andreas Heisler oder Marco Kaimi oder Rainer Fischbacher, die wirklich die Handvoll, die sich da wirklich einsetzen und schauen, dass wir niemandem Unrecht tun, aber allen Recht getan ist ein Ding, das niemand kann. Schön, die Samantha Brianza, die Sam ohne Filter, schreibt zum zweiten Mal für uns auf KIMI Report, also marcokaimi.ch. Ein spannender Dialog zwischen einem Paar, das sie als Sozialpädagogin und Pflegefachfrau auch betreut, abseits der Norm, ein Beziehungsalltag, also es ist eigentlich ein Dialoginterview, liest sich sehr, sehr spannend. Ja, danke. Bevor wir zum wirklichen Thema kommen, ein paar Outtakes, die zum Teil wie dieser da extrem traurig stimmen. Also die Kirche ist einmal mehr in Komplizenschaft gerutscht. Hier reformierte Kirche, Rohrbass, Freienstein, Teufen. Ein klassischer Gottesdienst mit Abendmahl zum eidgenössischen Dank, Buß und Bettag. Pfarrer D. Abterhalten mit Zertifikatspflicht. Ich weiß nicht, was Jesus dazu sagen würde. Wir haben ihn nicht erreicht. Seine Hotline war immer verstopft, oder er der Lepröse umarmt hat und auf die zugegangen ist. Dass jetzt eben auch die Pfaffen, wie nicht anders zu erwarten war, oder zumindest einige davon, weiche Knie bekommen und da auch einknicken. Aber das sind keine guten Zeichen, liebe Seelsorger, die ihr da eurer Schäfchenherde absondert. Dann plötzlich, irgendwie inner Tagen, werden wir da überflutet von diesen Message und über den neuen Impfstoff von Johnson & Johnson. Das wäre ein völlig konventioneller Impfstoff, wie schon immer da gewesen. Ich habe mich ganz ehrlich gesagt noch nicht da in diesen neuen Impfstoff reingekniet. Darum möchte ich auch nichts sagen, außer es ist ein Vektorimpfstoff, der auch die Spike-Protein-Bildung anregt. Alles andere wäre nicht korrekt hier zu sagen und könnte auch nicht ganz zutreffend sein. Und wir wollen ja keine Medical False Information verbreiten. Noch eine Ergänzung aber. Novavax haben wir schon lange nichts mehr gehört. Soll auch ein konventioneller Impfstoff sein. Ich habe 39 Seiten Französisch gelesen in einer Abhandlung in François. Das ist ziemlich mühsam, weil man ist jetzt ziemlich auf Englisch getrimmt, Fachliteratur. Und die Franzosen, die drehen ja die Abkürzungen alle irgendwie noch um. Also man muss da immer wieder um zwei Ecken herumdenken. Was ich dort gelesen habe, hat mich so, sagen wir mal, reserviert, optimistisch gestimmt. Aber wie gesagt, die Firma Novavax hat mit ihrem Impfstoff in der Schweiz noch gar keine Zulassung beantragt. Hätte eigentlich im dritten Quartal kommen sollen. Von daher lohnt es sich gar nicht, jetzt da groß darüber zu reden, weil es ist nicht verfügbar. Interessant aber... Nicht, dass ihr das Gefühl habt, ich hätte jetzt das Lager total gewechselt, aber wir versuchen ja einigermaßen dahingehend auch zu informieren, was die Leute beschäftigt, was die uns schreiben, was die uns schicken. Es ist schon nicht so, dass wenn wir nicht antworten, dass wir das nicht zur Kenntnis nehmen. Also ich glaube, ich lese jedes Mail, oder? Und ich gehe den brennenden Fragen, versuche ich auch möglichst nachzugehen, aber ich muss da nicht noch einen Roman dazu schreiben. Und das ist Our World in Data, also hochoffizielle Quelle. Da sieht man, Ende Juli ist in Israel die dritte Impfung eingesetzt worden und wir haben doch eine relativ hohe Anzahl von neuen Fällen und von, die schreibt Our World in Data, von Confirmed Deaths
nach dem Einsatz der dritten Impfung. Ich weiß nicht, ob das Kausalität ist oder reiner Zufall. Es ist einfach eine offizielle Quelle da. Und das fordert natürlich weitere Nachforschungen mit sich. Interessant, die gleiche Quelle, Our World in Data. Februar ging es los in den Ländern Mongolei, Vietnam und Thailand mit der Inokulation gegen Covid-19 und dort stiegen eben auch the true number of deaths from Covid-19. Es mag nicht immer, wie World in Data richtig schreibt, may not be an accurate count of the true numbers of deaths, aber zumindest in der Börsensprache würde man sagen, es ist doch eine Tendenz feststellbar, aber wie gesagt, es kann noch eine gewisse Zufallskomponente da sein, liebe Familie YouTube. Aber nicht ganz unspannend und further research is required, kann man da nur sagen. Jetzt kommen wir zu unserem Hauptteil. Ich baue ihn eigentlich nur ein, damit ich in Ruhe trinken kann, dass nicht wieder Reklamationen kommen, dass man da irgendwas hört, oder? Ich habe was Spannendes gefunden. What the hell is going on? Das ist auch der Titel unserem heutigen Beitrags von David Icke. Ja, man mag halten von ihm, was man will, aber hat er schon eine relativ große Brillanz. Und darum, ich weiß, dass ihr das alle nicht sehen könnt und nicht alle das sehen. Ich finde es aber hochspannend, die Analogien, die er da in einem relativ kurzen Video herbeizieht. Und darum möchte ich das auch nicht unterlassen, das zu bringen, oder? Weil es ist ja immer wieder die Frage, ja, was glaubt ihr dann, da die ganze Welt macht es ja da und nur ihr paar Schwurbler da schwimmt gegen den Strom. Ja, immerhin kommt man dann zur Quelle. Aber es ist schon richtig, man fragt sich natürlich immer wieder, ist man doch nicht der Geisterfahrer? Und ich finde die Frage und die Assoziation sehr gut von David Icke. Wohin sollen wir denn geführt werden mit all diesem Taram, das da läuft, all diesen Maßnahmen, diesen Auflagen? Manchmal kann man wirklich auch von Schikanen sprechen, oder? Und er sagt, kenne das Endergebnis und du wirst den Weg dorthin erkennen. Also know the outcome and you will see the journey. Und was ist eigentlich der große Plan, eigentlich seit dem letzten Weltkrieg, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs, mit der Vereinigten Staatengründung und so weiter? Das Oberste, und da sprechen ja viele Leute relativ unverblümt dafür, dass es eine Weltregierung gibt, die nicht gewählt ist, sondern auch noch von Technokraten, vom entsprechenden auch Big Money finanziert und geführt wird, unterstützt natürlich mit den ganzen Tech-Konzernen, über die Social Media verbreiten, über die Mainstream-Medien. Und diese Weltregierung hat selbstverständlich, die muss ja beschützt werden. Die hat eine Weltarmee, World Army. Dann gibt es die Zentralbankwährung, also die digitale Zentralbankwährung. Ihr wisst warum, edle Motive zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung, zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und vor allem zur Bekämpfung der Geldwäsche. Die Menschen sollen immer mehr mit der künstlichen Intelligenz verbunden sein. Es soll zur Gruppierung innerhalb dieser Weltregierung von Superstaaten kommen, also nicht nur die Vereinigten Staaten von Amerika als eigentlich die zentrale Weltmacht, sondern auch die Vereinigten Staaten von Europa, die dann möglichst auch noch eben zu den Vereinigten Weltstaaten zusammengeführt werden sollen, kontrolliert auch und in Zusammenarbeit mit Trading Blocks, also mit Welthandelszonen. Wahnsinnig viele gibt es wahrscheinlich nicht, dann eine westliche und irgendwo im Bereich der neuen Seidenstraße. Russland, China, Iran soll jetzt auch dort in diesem Währungsblock mitmachen, oder? Und
Die Staaten, also die Nationalstaaten, sollen durch kleine Verwaltungsdistrikte, powerless regions, wie das EIG sagt, also ohne riesige Mitsprache oder am besten ohne gar keine Mitsprache in diesem Weltregierungskonzern, eingehen mit einer globalen Monokultur, am besten auch noch gleichgeschlechtlich, das ist eine andere Geschichte, erzähle ich ein anderes Mal, was ich da erlebt habe, oder dass diese Verschmelzung von Mann und Frau in irgendetwas sozial anerzogen ist, also gar nicht mehr definierte biologische Geschlecht. Und ganz unten, the people, Gott sei Dank wurden wir nicht vergessen, irgendwo in einem unterwürfigen, abnickenden, schlafschafigen, gehorchenden, auf den Knie herumrutschenden, den Hinterkopf bereitstellenden Zustand. Und ich finde, es gibt da, er ist nicht mehr ganz jung, es gibt ja diese Tribute von Panem oder der Hunger Games. Und das ist, ich glaube, 2012 rausgekommen, bin aber nicht ganz sicher, ein Vorausschau, was uns erwarten könnte. Also einerseits dieses ad minima Leben in relativer Armut, auf der anderen Seite die urbanisierte Deluxe Super Luxury Class drin, viel, viel, wenn man sieht, die Aufgaben, die dann diese Kids da erfüllen müssen, wenn da plötzlich diese artifiziellen Kampfhunde und Bienen auftauchen. Oder? Aber der Großteil der Menschheit, die auch jedes Jahr müssen die verschiedenen Regionen, the powerless regions, ausspielen, wer jetzt ein Menschenopfer bringen muss. Oder? Ich finde das eigentlich, wer das immer gedreht hat, dort 2012, der muss ja auch schon irgendwelche Visionen haben, wobei gewisse Menschen haben dort ja schon von Jahrzehnten Pandemien und New World Order und so weiter gesprochen. Oder? Also, es ist dann diese Pyramide da, mit den, eben die Top 0,1 oder noch weniger Prozent, geschützt von ihrem World Army, von ihrer Prätorianergarde selbstverständlich, mit den Zulieferern, Tech-Konzerne, Medien, wie sagt man, Foundations, also Stiftungen, natürlich steuerbefreit und so weiter. Und ganz unten, the masses living in poverty, also die großen Massen in entweder in wirklich materieller Armut lebend, zurückgestuft durch Klimalockdowns, kein Fleisch, keine Reisefreiheit mehr und so weiter und so fort. Oder in einer geistigen Poverty, in einer geistigen Armut, weil sie nicht mehr aussprechen dürfen, was sie ursprünglich mal gedacht haben. Also im Prinzip die Weltdiktatur. Und dann, und das ist irgendwie schon eine Brillanz, die dieser David Icke hat, neidlos, und bringt er dieses Bild von einer Ansprache von Adolf Hitler. Und wenn man dieses Bild anschaut, ist eigentlich genau das, einfach die Pyramide auf dem Kopf. Hier ist seine Prätorianergarde, also die Nazis, die SS, die Gestapo, die SA, dann kommt das Militär, die Wehrmacht, groß, die ihn noch zusätzlich schützt da, oder? Dann Medien gab es wenig, es gab dann Goebbels als Informations- und Propagandaminister und ganz hinten, diese völlig diffuse, verschwommene Masse, dort muss man sagen, des Kanonenfutters, der gewissermaßen mitmarschierenden Meinungsbedrohten, aber sehr oft Meinungslosen. Und wenn man das jetzt übereinander legt, oder die Eich-Pyramide und dieses Bild von Hitler da, dann muss man sagen, da ist die Macht, dann ist hier die World Army, dann ist hier die Zulieferdienste, also die Wehrmacht, respektive die Medien, und ganz da unten, da ist the powerless, the masses living in poverty. Spannende Geschichte, ich liebe manchmal solche Gedankenspielereien im Sinne des großen Diktators. Und irgendwie, den gibt es ja auch, er ist einfach nicht gewählt, er ist noch nicht so offizialisiert, aber ich habe es gelesen und gehört, er möchte wieder zurück in die Schweizer Alpen, oder? Hören wir doch, was er zu sagen hat. Schon. We need a great reset. Ja, das ist einer der neuen Diktatoren. Ja, und dann, wenn wir über den Teich schauen, oder
der Administrator der Vereinigten Staaten. Ich gebe es zu, es fällt mir etwas schwer, das Wort Präsident auszusprechen, oder? Ich nenne ihn lieber den Administrator ein. Im Prinzip, wenn man das anschaut, eigentlich regiert er per Dekret zusammen mit Fauci und mit seiner CDC-Präsidentin und so weiter. Völlig am Kongress vorbei, oder? Will irgendwie für 100 Millionen amerikanische Bürger will er die Schlumpfung verpflichtend und obligatorisch machen, ohne irgendwie den Kongress befragt zu haben. Oder? Und das geht natürlich dann auch in die Medizin rein, also in meine amerikanischen Kolleginnen und Kollegen. Da gibt es einen Joint Statement von drei wichtigen Gesellschaften, nämlich die Hausarztmedizin, Family Medicine, American Board of Internal Medicine, also die Internisten, die Innenmediziner, and the American Board of Pediatrics, die Kinderärzte, oder? Und die sagen dann, dass das ganz schlimm, wenn man also nicht die Meinung von Anthony Fauci vertritt, dann ist das eine Attacke auf die Wissenschaft, muss ich das vorstellen, oder? Und das ist dann wirklich providing misinformation about COVID-19 vaccine contradicts physicians' ethical and professional responsibilities. Also das, wenn man da das Narrativ von Fauci und CDC und NIH und NIAID nicht übernimmt, dann ist das unethisches Verhalten. Also das heißt, man kann nur noch die Policies ablesen, selber denken ist, naja, ihr wisst schon was. Und das ist auch unterzeichnet dann eben genau von den Chairmans oder von den Präsidenten dieser Board of Family Medicine, Board of Internal Medicine und David Nichols, American Board of Pediatrics, alles Männer übrigens. Und die sagen dann auch in diesem Brief, oder, es ist die Evidenz oder die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine sichere, sehr effektive und weitgehend überall jetzt verfügbare Impfung gegen Covid-19 haben, ist overwhelming, also ist, wie nennt man overwhelming, ist erdrückend, kann man sagen, also überragend wichtig, evident, erdrückend, so vielleicht die etwas hilflose Übersetzung, aber overwhelming ist einfach, ja, man kann gar nicht mehr anders als dieser Meinung sein, oder? Und wenn man irgendetwas anderes empfiehlt, irgendein anderes, einen anderen Zugang zu dieser Krankheit, und ich spreche jetzt nur vom Zugang, nicht mal von der Impfung, dann ist das eben unethisch. Und wir haben hier, das habe ich schon mal gezeigt, warum darf ich es zeigen, liebe YouTube-Zensoren, es ist die Johns Hopkins Quelle, oder? Die zeigt, dass jetzt, ich nenne das Medikament nicht einmal, es ist ein anderes Medikament, wenn das in den Ländern angewandt wird, das ist jetzt der schwarze Kontinent, Afrika, dass wir dort doch einen gewissen Unterschied haben in Todeszahlen in den Ländern, die diese Variante wählen, gegenüber den Ländern, die diese Variante nicht wählen. Und das wäre ja eigentlich der Diskurs oder die Wissenschaft, dass man eben offen diskutieren kann. Und die Atlantic ist jetzt auch nicht ein Schwurbler-Magazin, sondern ein offizielles Mainstream-Medium, oder? Das bringt auch und sagt auch, ja, dieses Narrativ von dieser Pandemie ist daran, etwas an Bedeutung und Sinn zu verlieren, oder? Und dann im Untertitel, eine neue Studie zeigt, dass fast die Hälfte der Hospitalisierten mit Covid-19 Menschen eigentlich mild oder gar keine Symptome haben, oder? Da frage ich mich, ja, also die sind ja nicht einfach ins Spital gegangen, um einen Powernap zu machen. Also dann sind die mit anderen Krankheiten eingeliefert worden oder polytraumatisierte oder schwer verunfallte, oder? Und dann hat man noch den Test gemacht und die sind dann irgendwie unter Covid-19 gelaufen und entsprechend auch in der Bettenbelegung, insbesondere Intensivbettenbelegung. Und jetzt wird das eigentlich ein bisschen debunked, dass das einfach Zufallsbefunde sind oder Nebenbefunde, wie ich auch in meiner Verfügung erklärt habe, wenn ich einen schweren Unfall habe
Und dann noch einen Nebenbefund Covid-19, aber keine Atembeschwerden habe, dann verzichte ich natürlich nicht auf eine Intensivbehandlung. Ich verzichte dann darauf, wenn ich Covid-19-Patient im engeren Sinn bin. Oder? Und es scheint, dass da, also wenn der Atlantic kommt und sagt, ja, es ist ein bisschen unklar mit dieser Statistik da, weil eben mild oder asymptomatisch, für das geht man nicht ins Spital und für das geht man schon gar nicht in eine Intensivstation und für das lässt man sich erst recht nicht intubieren und mit irgendwelchen speziellen und teuren Medikamenten behandeln. Oder? Also das ist eine spezielle Geschichte, die noch nicht, meiner Meinung nach, noch nicht geklärt ist. Interessant auch, als wir nach Hause gefahren sind mit Klaus von Bären-Biegler, haben wir da SRF 4 gehört, weil ich sage immer, der fährt, wählt den Sender und der hört diesen Sender. Und da kam auch dieser Sicherheitsdirektor Reto Nause aus dem Kanton Bern zu Wort von der Partei Die Mitte, ex-CVP. Und er hat dann eben von diesem fast Bundeshaussturm erzählt. Also das ist ganz knapp, da ist es ganz knapp an einem Reichstagsturm oder Kapitol, 6. Januar, Sturm vorbeigeschrammt. Weil da hätte sogar ein Demonstrant, der hätte Werkzeuge dabei gehabt, um diesen Zaun vor dem Bundeshaus wegzuschrauben. Und man ginge doch nicht mit einem Schraubenschlüssel an eine Demo. Nein, das tut man in der Regel nicht. Aber ein Schraubenschlüssel, lieber Herr Nause, macht noch keinen Bundeshaussturm. Und ich habe von der guten Sabine Seibold, sie ist eine Kollegin, sie hat auch einen YouTube-Kanal, die hat das ja gestreamt und ich habe mich das geben lassen, eine Stunde Standbildkamera auf diesen Zaun, oder? Das ist hochspannend natürlich, aber ich wollte es einfach sehen, da kam dann wieder dieser Wasserwerfer und wenn wieder einer oder zwei an diesem Zaun gerüttelt haben, in völliger Verblendung und wie wenn sie den Zaun ausreißen können, dann kam der Wasserwerfer, hat die angespritzt, die wurden dann weggeschwemmt, einer hat das Handy verloren, oder? Und dann kamen die Trichler vor den Zaun, dann war wieder Ruhe, dann hat wieder einer gerüttelt, dann kam wieder der Wasser. Also es war wirklich kurz vor der Revolution, 1789 in der Schweiz. Also wir sind dank dem sensationellen Polizeieinsatz, lieber Herr Nause, sind wir an einer totalen Revolution vorbeigeschrammt. Aber es war ziemlich knapp. Und er hat dann diese Worte gesagt, die sich in meinen Kopf eingebrannt haben. Oder? Er sagt, die Maßnahmenskeptiker, es gäbe viele Friedliche, das hat er gesagt, die Maßnahmenskeptiker sollen die Leserbriefspalten und das Internet für ihren Protest nutzen und nicht auf die Straße demonstrieren gehen. Ja, in welcher Welt leben Sie eigentlich, Herr Nause? Nause kommt ja von Nausea und das heißt Übelkeit in der Medizin. Also Nausea ist Symptome des Übelkeits, Schwindel, Erbrechen und so weiter und so fort. Also man könnte auch sagen, Reto naiv oder so. Also ich meine, wenn ich einen Leserbrief schreibe an die Basler Zeitung, dann ist der zerrissen, bevor überhaupt der Umschlag geöffnet ist. Oder? Also bitte, also verkaufen Sie uns doch nicht für ganz, ganz blöd. Und die Kundgebung und das Demonstrieren, das sind absolute Grundrechte. Und was soll dann mit einem Schraubenschlüssel oder auch wenn es drei waren, hinten dran waren die Hundestaffeln, waren die overdressten Kameradle. Also man kann die Leute wirklich auch für blöd verkaufen. Oder? Und das können die Medien sensationell, aber sie informieren nur, wenn es ihnen nützt. Das ist die Ostschweiz. Noch einmal, es gab Gott sei Dank dieses Referendum, das zustande gekommen ist gegen sinnlose und abstruse weitere Staatsmillionen, um die schon gut verdienenden Medien noch weiter zu unterstützen und zu kaufen, oder? Aber darüber, dass es das Referendum zustande gekommen ist, haben sie nicht berichtet. Und es muss ausgerechnet einer von ihnen, einer der wenigen aufrechten Publizisten, Kurt W. Zimmermann, in der Weltwoche Anleitung zur Selbstdemontage, nämlich er meint die Selbstdemontage der Mainstream-Medien, oder? Die Schweizer Verlage starten den Abstimmungskampf um ihr Mediengesetz mit einem Fiasko. Sie starten eigentlich mit einer Nullnummer, weil sie haben darüber nicht berichtet. So, und das war's für heute Mittwoch, liebe Freunde. Und
eigentlich so langsam meine Lieblingsbewegung, die kommt aus Kanada von Chris Kay und die heißt United Non-Compliance, also gemeinsamer, wie soll man sagen, ziviler Ungehorsam. Bitte bleibt gewaltfrei, aber mir gefällt das irgendwie, dieses United Non-Compliance. Früher habe ich immer gesagt, United we stand, divided we fall. Genau, also was Gaius Julius Caesar immer gesagt hat, herrsche und teile. Besser gesagt, teile und herrsche. Und das ist genau das, was passiert. Ich war heute Mittagessen mit meiner Frau. Etwas frierend, weil es ist jetzt nicht mehr so warm, aber wir sind ja, die Nicht-Geschlumpften sind ja so ziemlich aussätzig und darum dürfen die jetzt auch frieren. Das sind ja auch ein bisschen Untermenschen. In diesem Sinne, trotzdem alle Macht dem Volk und dem Souverän. Amandla, Avetu, Salizame, Saludos a todos und bis bald.